Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns. Wir sind heute bei einer kleinen Berühmtheit, beim Sluddy von der Firma Cardiff. ja, unser Jahresprojekt, viele haben es schon mitbekommen, wir gehen bei dem Jahresprojekt direkt in die Vollen. Wir haben eine Zelle verbauen lassen, wir arbeiten da mit der Firma Cardiff zusammen. Da wird auch noch ein Video zu kommen, wir werden mit der Firma Cardiff noch enger zusammenarbeiten. Unsere Clubsportbügel, die einige von euch vielleicht schon fahren, kommen auch von der Firma Cardiff. Und wir haben uns jetzt eben auch entschieden, unseren Jahres komplett radikal umzubauen. Der wurde komplett leergeräumt. Das Armaturenbrett wurde rausgenommen, alle Türpappen, also alles, was quasi innen raus muss, um das Auto vorzubereiten für den Käfigbau. Und die Firma Cardiff bzw. der Sluddy war so freundlich, und uns eine Einschweißzelle in den Jahres zu bauen. Wir wollen das Auto ja rein für die Rennstrecke nutzen. Es passiert noch einiges, ich will nicht zu viel verraten. Aber es wird noch sehr, sehr viel umgebaut an dem Auto. Und da war uns natürlich wichtig, dass die Sicherheit entsprechend auch gegeben ist bei der Nutzung. Vielleicht kannst du mal was zu dir sagen, zur Firma Cardiff, dass die Leute wissen, was macht ihr so, wie lange gibt es euch schon? Ich bin der Sluddy von der Firma Cardiff Motorsport. Wir sind in Langenfeld bei Leverkusen oder Köln. Wir machen Überkäfige seit 1999 oder noch früher. Ich bin seit 2010 dabei, meine Ausbildung hier gemacht. Dann haben die mich übernommen und jetzt mache ich fast alles hier. Okay. Ja. Und ich kümmere mich um alles. Du hast den Käfig alleine gebaut? Ich habe Großteil alleine gemacht. Also okay. Die Jungs, die haben mir die Sachen vorbereitet, also Platten vorbereitet, Rohre gesägt oder markiert. Und dann habe ich ihn selber gebogen, alles angepasst, alles verschweißt. Also bei dem habe ich sozusagen so gut wie fast alles selber gemacht. Okay. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was über den Prozess, also ihr kriegt jetzt so ein Fahrzeug so angeliefert oder ihr schraubt die auch selber auseinander teilweise? Je nach Kundenwunsch, die kommen meistens zerlegt, das ist selten, dass wir sie selber auseinanderbauen müssen. Und dann kommen die zu uns, dann besprechen wir mit dem Kunden den Käfig, wie der aussehen soll, was der haben will, wo er damit fahren möchte danach, weil die sind ja immer unterschiedlich. Und dann schiebe ich den Wagen hier rein, schaue mir den an, guck von vorne, wo ich den Käfig bauen soll. Bei den neuen Autos muss ich erstmal alles vermessen, weil ich habe ja keine Bügel dafür, kein Bügelprogramm. Dann messen wir die Breiten, die Höhen, alles was ich brauche für mein Bügelprogramm. Dann büge ich den Bügel, stelle ich rein und dann gehe ich dran, nehme ein Maßband, messe die Länge, säge die Stange, passe die an und verschweiße die danach. Und das heißt, wenn du jetzt, du hast gesagt, wenn ihr noch keinen Bügel habt, das heißt, wenn ihr ein Fahrzeug habt, wo ihr quasi schon einen Clubsportbügel habt, meinst du jetzt? Dann habe ich meinen Ordner mit meinem ganzen Bügelprogramm, dann nehme ich mir einen Zettel raus, ich gucke, ich muss mir das Rohr sägen, da markieren, da biegen. Okay. Und dann ist, also beim zweiten Mal geht das schneller, beim ersten Mal muss ich alles aufnehmen, alles machen, dann dauert es ein bisschen länger. Also ist die Basis quasi schon auch der Clubsportbügel, wie wir ihn ja auch verkaufen? Der Clubsportbügel, der ist auf dem Boden geschraubt. Der ist ein bisschen anders, weil bei dem Clubsportbügel ist ja die Seitenverkleidung noch drin, den wir haben. Und hier ist alles ausgebaut. Der Bügel ist ein bisschen breiter wie der Clubsportbügel. Da hast du auf jeden Fall mehr Platz. Weil du bist breiter, du gehst weiter nach oben, weil er keine Himmel drin hat. Weißt du schon vorher, welches Rohr quasi einzeln gelegt wird, wo du Schweißnähte setzt? Entsteht das in dem Prozess? Oder? Das sehe ich beim Bauen. Ich setze hier erstmal den Hauptbügel hier. Ja. Dann setze ich die vordere Seitenbügel. Das ist der Bügel von hier bis nach unten. Dann kommen meistens die Haarstrebe hier, die Zwischenstange. Weil damit drücke ich den Bügel meistens noch nach außen, damit er überall schön anliegt, wenn es geht. Und dann baue ich nach hinten. Und an meiner Schweißzelle gucke ich, wo ich erstmal eine Stange setzen kann, wo ich gut drankomme zum Schweißen. Ich setze erstmal die Stange, wo ich drankomme. Und dann baue ich ein Stück für Stück zu, dann klette ich von hinten, von vorne, von hinten, von vorne und verschweißt alles. Und an welche Punkte du gehst an der Karosse, das ist einfach die Erfahrung, die das dann hergibt? Das ist ja ein bisschen vorgegeben. Ich muss ja so nah wie es geht an der B-Säule stehen mit dem Hauptbügel. Ich darf nicht mehr wie 10 oder 15 Grad kippen. Das sind Vorgaben vom DMSB. DMSB, von genau. Wir haben so ein Buch, den muss man eigentlich im Kopf haben. Und ich baue die nach der Vorgaben. Gut, wir bauen das Auto ja jetzt rein für Track Days auf. Aber der wird ja auch zertifiziert. Ja, genau. Der hat ja hier die Plakette von uns. Ich habe mir alles gemacht, alles aufgeschrieben, der wird noch von uns zertifiziert. Ja, genau, da haben wir auch drüber gesprochen. Aber grundsätzlich ist ja beim Trackday, theoretisch gäbe es da ja keine Vorgaben, außer je nachdem, wo man halt fährt, dass es vielleicht eingetragen sein muss. Ja, aber man kann die auch eintragen. Man kriegt ein Festgutachten von uns, und wenn der TÜV das mitmacht, kann man die eintragen. Ja, ja.
Ja, das werden wir auch noch gucken. Okay, und jetzt seid ihr hier bei dem Auto hinten auf den Dom gegangen? Ich versuche es hinten immer so nah, wie es geht, an den Stoßdämpfer dran zu gehen, ja, damit er da nicht mehr so viel arbeiten kann, die Karosse. Ja. Und vorne seid ihr ja auch so ein bisschen eine Abstützung habt da reingebracht. Ich habe dir vorne so eine Domstrebe eingebaut, aber das ist jetzt nicht so einfach wie bei den meisten Autos. Ja. Da ist ein bisschen eng, dann habe ich die so zweiteilig gemacht. Mhm. Die wird schon einen Zweck erfüllen, aber ich bin nicht direkt auf dem Dom drauf. Ja, okay. Mhm. Du kannst ja vorne sehen, da habe ich bis an eine Schottwand gebaut und dann vorne einzeln gebaut. Mhm. Okay. Und wie ist das jetzt, wenn jetzt ein Kunde zu euch kommt? Ihr habt gewisse Vorgaben, wie du es gesagt hast, aber können auch die Art und Weise des Käfigs kann schon auch in gewissem Maße variiert werden. Also wenn der Kunde sagt, er will jetzt eine Verstrebung anders haben, geht das in gewissem Maße? Ja. Ja? Man kann ja, also das ist sozusagen so ein Standard-Pflichtprogramm im Moment, mhm, weil je nachdem, wo du fahren willst, alles, was hier drin ist, brauchst du fast. Okay. Fast alles. Okay. Und du kannst ja, also viel mehr hast du ja, kannst du ja nicht mehr bauen. Du könntest von dem unteren Punkt oder von hier könntest du noch eine Stange nach hinten bauen oder zwei Stangen nach hinten machen. Ja, ja. Viel mehr kannst du auch nicht machen. Okay. Mhm. Aber man könnte jetzt, also ich habe oftmals Käfige gesehen, wo vielleicht das etwas höher ist. Oder ja, das baue ich mir immer kundenspezifisch. Wenn du mir sagst, ich will einen Flankenschutz höher haben, ja, ich darf ja bei den modernen Autos nur bis zur Hälfte von der Türöffnung gehen. Okay. Mhm. Also theoretisch könnte ich bis hier könnte ich einen hochbauen. Okay. Ne, so bis hier. Ja. Höher darf ich nicht gehen. Okay. Das ist auch wieder DMSB. Das ist wieder vorgegeben. Ja, okay. Mhm. Also beim Zertifizierten, beim Straßenautos, ja, könnte ich ein bisschen höher gehen. Ja. Aber ist ja eigentlich zum Einsteigen auch besser, wenn er nicht so hoch ist. Ja, aber ich habe schon mal Kunden, die sagen mir, mach so hoch, wie es geht. Weil es einfach cool aussieht. Ich ja, kletter einfach rein. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja, ich habe das gesehen auf den Bildern und ich fand gut, wir haben jetzt einen Dreitürer, die recht große Tür, aber ich bin gespannt, aber es sieht vom Einsteigen eigentlich recht okay aus, ne, würde ich sagen. Ja, ich durfte mit der Stange hier noch ein bisschen nach vorne gehen, mhm, aber dann hast du auch weniger Platz mit dem Armaturenbrett. Ja. Dann musst du alles wieder anpassen. Ja, ja. Und in welchem Verfahren schweißt ihr das Ganze und was für Material benutzt ihr? Wir benutzen nur Chromo 4. Mhm. Also viele von unseren Mitbewerbern, die benutzen auch SC52, okay, aber wir benutzen nur Chromo 4. Und das wird alles entweder MAC oder WIG geschweißt. Okay. Die Kluschvollbügel, die schweißen wir schon mal WIG. Weil da kommst du überall gut dran. Mhm. In dem Auto ist ein bisschen blöd, wegzuschweißen, haben wir schon mal gemacht. Mhm. Aber nicht beim Sonnenauto, beim SLS oder so, haben wir schon mal alles weggeschweißt. Mhm. Aber ist aufwendig. Ja, dauert viermal so lang. Krass. Und kannst du ungefähr schätzen, was der Käfig hier drin jetzt wiegt? Ich würde mal schätzen, so, das kann man ausrechnen. Mhm. Ich würde mal schätzen, so 80 Kilo, 90 Kilo. 80, 90 Kilo, okay. Ja. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. Bei der Yaris ist von Haus aus die ganzen Anbauteile, wir haben die gewogen. Können wir euch mal ein paar Bilder reinmachen? Die sind relativ leicht. Also wir waren überrascht, sogar durch den Umbau von Originalsitzen auf Recaro-Sitze sparst du, glaube ich, 3 Kilo oder so. Also ich weiß es nicht ganz genau, aber extrem wenig. Ja, den haben die schon gut gebaut. Genau. Ja. Auch mit den Türen, da werden wir euch auch noch mal was drüber erzählen, aber da wollten wir auch Carbon-Türen machen. Wird wahrscheinlich jetzt erstmal nicht kommen und auch da kann man wohl die Tür relativ gut strippen, sodass sie halt gewichtstechnisch ganz gut ist. Ist ja auch eine Aluminiumtür. Okay, ja, gibt es sonst noch irgendwas zu erzählen so zum Thema Käfig, was dir jetzt so einfallen würde? Also was macht ihr so hauptsächlich hier? Hauptsächlich? Ich sehe jetzt hier, wenn ich mich so umgucke, viele ältere Fahrzeuge. Ja, wir sind ja Oldtimer-Freunde, wir restaurieren ganz oft verschiedene Oldtimer, ja, entweder von uns oder von Bekannten oder von Kunden. Ja. Aber unser Hauptgeschäft ist überall Käfige. Überall, ja, ja. Also die Oldtimer ist alles Nebensache. Okay, und da habt ihr aber auch viele neue Fahrzeuge. Ihr habt jetzt da draußen noch ein GR stehen. Was ist so das häufigste Fahrzeug, was ihr habt? Was schätzt du? Ich würde mal sagen, BMW kommt ganz oft. Ja, BMW, okay. BMW, ja. Porsche kommen auch viele. Ja, ja, ja. Aber ich mag ganz viel BMW im Moment. Ja. Ja. Ja, ich muss einfach sagen, ich muss, da steht schon einer, ja, ich habe letzte Woche einen gemacht, ja, die sind einfach, da kommen ganz viel von. Ja, also bleibt dran bei uns, behaltet unseren YouTube-Channel im Auge. Es wird bald noch ein Video geben zusammen mit der Firma Cardiff und ihr werdet bald in der Lage sein, ein kleines Stück von der Firma, die ihr jetzt hier gesehen habt zum Teil, auch bei uns im Shop zu kaufen, aber dazu dann mehr im nächsten Video.